hat mehr Rüstung, aber macht minus Vitalität, von daher ist es auch wieder egal. Gut, so viel dazu. Und da ist wieder ein Skelett, das uns winken wollte. Jede Menge Fässer und Skelette, die schnell rennen können. Das ist Diablo. Gut. Sehe hier in dem Raum gibt's jede Menge Gold. Dann gehe ich da erstmal rein, töte die Skelette und sammle dann das Gold ein. Alles mein Gold. Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Und ein Skullcap. Sowas habe ich doch heute schon mal gesehen. Natürlich die Frage, ist es jetzt besser? Ich glaube eher nicht. Gut, dann nehmen wir doch lieber wieder das Falchion mit. Ich glaube, das bringt mehr Gold. Jetzt töte ich mal die Fässer hier zu Ende. Ja, ich töte die Fässer. Den Sack öffne ich und ich finde ein Marze. Das Skelett lasse ich zu mir kommen. Ich laufe nicht dahin. Ich weiß, ich pulle sonst nur seine Freunde. Dann heben wir das mal auf. Gucken wir mal. Das ist genauso kacke wie den anderen Scheiß, den ich schon eingesammelt habe. So. Da sind wieder ein paar Fässer. Da kommt auch hier wieder so ein Zombie. Zwei Zombies. Ich korrigiere. So. Was hat denn alles getroppt? Ich gucke erstmal hier rein. So. Jetzt gucke ich, was davon ich gebrauchen kann. Muss ich aber wieder was loswerden. Dich lege ich hier auch mal hin. So. Muss ich wieder identifizieren. Ich habe nichts zum Identifizieren. So, bestimmt besser als das, was ich schon habe. Wo ist noch getroppt? Hier war doch eben noch so ein blaues Falchion. Eine Truhe mit nichts. Das Marze, das ich da eben hingeschmissen habe. Da. Und das kommt weg, das alte. Muss auch identifiziert werden. Ja. Gut. Gehen wir mal hier rein. Oh, das war doof. Unvorbereitet in einen geschlossenen Raum zu gehen, in den ich nicht gucken kann, ist schlecht. So was passiert auch nur, wenn ich nicht vorbereitet bin. Ein Dolch. Kann ich den mitnehmen? Ja, passt. Der ist auch nur zum Verkaufen gedacht. Nicht, dass ihr denkt, ich laufe jetzt hier als Krieger mit Dolchen rum. Das wäre schon so ein bisschen fail. Und da habe ich schon ein nächstes Level up. Gucken wir mal. Nein, falsche Taste. Gucken wir mal. Und machen wieder ein bisschen Stärke, ein bisschen Ausdauer und wieder ein Dexterity. Gut, hätten wir das auch. Laufen wir weiter und wir sehen nichts. So. Dann denke ich mal, es ist an der Zeit zurückzulaufen auf dieser Ebene, weil die Ebene ist ja noch ein ganzes Stück größer. Hier, da hinten ist dieser Raum mit dem Butcher drin. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Bevor wir dann da reingehen, werde ich nochmal abspeichern. Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen. Ja, Tatsache. So. Hier hinstellen. Abspeichern. Abgespeichert. Und mein guter, ich abgespeichert habe. Wer weiß, ob ich das überlebe. Da.
Klick den an. Klick den an. So, und jetzt den anderen. Da ich immer daneben klicke. Ich bin echt zu kacke oder ich habe kein Zielwasser getrunken. Ich weiß auch nicht. Oh, aber er hat eine Scroll of Healing gedroppt. Und Gold. Und Gold. Und Gold. Nee, ich sagte Gold. So, jetzt hat er den auch getötet. Gibt hier noch was? Nein, da ist das Small Chest. Da war eine Scroll of Town Portal drin. Yay! Portal! Ein tolles Spiel. Jetzt gehe ich erst den da töten, dann gehe ich hier rein. Na gut, ich kann hier jetzt noch in die Ecke gucken. Ist nichts weiter. Dann gehe ich jetzt hier in den Raum rein. Ich hoffe, dass ich da gleich ein paar Scrolls of Identity finde. Weil das Identifizieren bei einem Typen oben in dem Dorf, das kostet eine ganze Menge Gold. Und das muss ja nicht sein, wenn wir jetzt hier unten schon ein paar Rollen der Identifikation finden. Book of Charged Gold. Ja, ist für mich eh irrelevant. Ich bin ein Krieger. Keine Intelligenz, keine Zaubermacht und keine Heilung. Ja. Was identifizieren wir denn jetzt als erstes? Ah, ich würde sagen, das Schild, das ist uns erstmal am nützlichsten. Und? Ja. Also an sich ist es okay. Die Quest Durability ist wahrscheinlich verringerte Durchschlagskraft oder sowas. Ist auf mich oder auf die Gegner zu? Ich zieh's einfach mal an. So. Falsche Taste mal wieder. Und da kommen wir noch auf der Ebene, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Nein, dann können wir jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen. Ungefähr dahin, wo die Treppe ist, die uns zu dieser Ebene geführt hat. Da ging es noch in die andere Richtung. Ach, da liegt noch ein Schild. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das alte Schild mal weg. Das neue da rein. Und wieder ein unidentifiziertes Item. Und eine Heilpotion. Ja, ich weiß, das war gerade Englisch und Deutsch vermischt, aber das mache ich schon mal häufiger. Da ging es jetzt wahrscheinlich runter. Ja, genau, da geht es dann in Level 3. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht hin. Dafür bin ich noch viel zu kacke. Dafür muss ich erst den Butcher töten. Das heißt, muss ich nicht unbedingt, aber ist halt schon lohnenswert, weil der gibt, denke ich mal, eine ganze Menge an Erfahrungspunkte. Muss ich nochmal gucken, wo müssen wir hin? Hier runter und dann da entlang. Dann gehen wir doch mal. Bevor wir zur Ebene 3 gehen, wollte ich dann nochmal in das Dorf und die ganzen Sachen verkaufen. Hier sehe ich gerade, hier ist noch ein Raum. Mit Zombies und Fässern. Gold, dass die droppen. Jo. Eine Explosion, die ein Zombie tötet. Ist doch gut. Ein Skelett, das Gold droppt. Solche Skelette finde ich voll okay. Wenn die in Fässern sind und die verstecken da Gold, das ist total in Ordnung. Aber wenn die einfach gar nichts droppen, oder ist einfach nur eine Explosion, das finde ich echt kacke. Da. Das war auch schon wieder ein total sympathisches Skelett. Und sonst ist in den Fässern noch ein Skelett. Das droppt ein Gegenstand, den ich nicht brauche. Super! Obwohl, Moment, ich trage doch hier so ein Kackding. Vielleicht ist das Kackding noch besser als mein anderes Kackding. Oh, das hat 4 Rüstung, das hat 3. Perfekt. Nehme ich. Gut. Dann gehen wir nochmal weiter. Wir gehen weiter.